Bei mir steht jetzt die frisch gewählte Regierungsrätin Susanne Schaffner. Guten Tag, Frau Schaffner. Guten Tag. Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem Ergebnis? Ja, es ist ein grossartiges Ergebnis. Ich freue mich riesig, dass die Wählerinnen und Wähler mir so viel Vertrauen geschenkt haben. Sind Sie erstaunt, dass das der Unterschied zwischen Ihnen und Marianne Meister so groß geworden ist? Also das ist etwas, was man nicht hätte einschätzen können vor dem heutigen Tag, wie das rauskommt. Ja, ich habe gedacht, entweder ist sie vorne oder sie ist hinten. Es tut mir ein bisschen leid, dass jetzt der Abstand so gross ist. Aber es war ein harter zweiter Wahlgang für alle. Ihre Parteipräsidentin hat von einem Wunder von Solothurn gesprochen, dass auch noch eine zweite linke Kandidatin in den Regierungsrat gekommen ist. Freut man sich dann gerade noch mehr über das Ergebnis? Ja klar, freue mich, dass wir jetzt zwei Frauen in der Regierung sind. Ich freue mich, dass die erste SP-Frau in der Regierung ist. Und klar ist schön, dass noch eine zweite grüne Frau in der Regierung ist. Auf welches Ressort schielen Sie so ein wenig, wenn Sie an die zukünftige Arbeit denken? Im Moment schiele ich nicht auf Ressort schielen. Das tut man dann entscheiden, wenn man dann zusammenkommt im neu gewählten Regierungsrat, tut man dann schauen, wer welches Departement übernimmt. Kann man sich darauf verlassen, dass man Sie heute noch ordentlich feiern sehen sieht? Das ist so. Ich werde sicher noch jetzt dort in Solothurn ins Restaurant gehen, wo meine Kolleginnen und Kollegen sind. Und schlussendlich werde ich auch daheim dann noch feiern. Dort ist ein Zelt aufgestellt, das hat es gestern davor gewendet. Mein Mann stellt es im Moment gerade wieder auf, aber es ist schon alles parat, nehme ich an. Dann danke ich Ihnen vielmals für das kurze Gespräch und gratuliere nochmal ganz herzlich. Vielmals, danke.